Wir sind wieder zurück bei Egge. Egge! Und Fresh. Du hast heute gar nicht gesungen als Anmoderation, ne? Stimmt, hab ich vergessen. Krass. Okay. Mir war aber nicht nach Singen, weil die Welt so doof ist. Oh. Und was ist hier? Ist hier alles noch easy? Ja, ja, ja. Ich order jetzt nochmal ganz kurz nicht. Hä? Gasoline kann ich natürlich auch, aber ich order nochmal ganz kurz Epoxid. So. Was ist das eigentlich, Epoxy? Epoxid, ich weiß es nicht. Es ist. Damit macht man Zähneputzen. Useful material for hardening, curing and other various uses. Zum Verhärten. Okay. Okay. Ich kann nur Epoxidharz. So, das ist auch fertig. Collect dich mal direkt. Dann haben wir zwei Stück davon. Dann kannst du mich gleich weitergehen. Lo. Was machst du da? Ich probiere kurz was. Ja, du machst Gasolin, ich sehe das. Ich will nur was probieren. Du willst das Auto fahren alleine? Hä, nein. Muss mal besser hingucken, Tobi. Mach doch mal deine Augen auf, Junge. Ach, ey, ich muss die aufmachen. Ja. Hä, warum sagt mir das denn keiner? Weiß ich nicht. Hat dir niemand Bescheid gesagt bei der Geburt oder so? Augen auf, Nase zum Atmen, sowas in der Richtung? Nee. Hä? Und wo hast du jetzt sonst mal durchgeguckt? Durch den Arsch? Einfach so ein einzelnes Auge so da drin. Ich dachte, die Welt wäre schwarz. Einfach komplett. Ach so. Ja. Ja, schon. Krass. Was denn? Ja, dass die Welt, dass es Farben gibt und so. Ach so. Hä, wo hast du die jetzt gesehen? Ach so, waren die gar nicht da gerade? Weiß ein blinder Mensch, was Farben sind? Wie erklärt man einem blinden Menschen Farben? Schwierig, ne? Oh, mein Stomach ist voll. Das ist nicht so gut. Huch. Hä? Tobi? Ja? Da. Ich kann es nicht mitnehmen, weil ich scheiß Straßen dabei habe. Danke. Geht das nicht? Muss Gang einlegen. Out of fuel? Ach, der hat das in den Storage gepackt. Was ist denn mit dir los? Power. Okay. Hast du gerade gesagt, ich muss einen Gang? Tobi! Boah! Ja, Mann! Hilfe! Oh Gott, ist das. Die Steuerung ist ja furchtbar und es ruckelt. Ja, Mann. Wir werden mit unseren Straßen nie hinkommen. Bei dem Wendekreis, Alter. Alter! Auf der Autobahn! Auf der Autobahn! Oh Gott, das Ding fällt doch runter! Nein! Was hast du getan? Nichts. Die A2 ist gesperrt für die nächsten 3 Jahre. Alter, das Ding fällt sich sagenhaft scheiße. Hallo! ADAC! ADAC! Hey, hier steht ein Karren hier oben. Was ist das denn? Wie ist das anhört? Oh, was ist denn hier? Kann ich das noch retten? Eigentlich, wenn das passiert, wenn sowas passiert? Fürchterlich. Fährt noch 32 Minuten. Was ist denn, wenn ich jetzt. Ich würde den Dings vielleicht rausholen, den Gasoline, wenn das geht. Ja, kann ich nicht. Das ist das Problem. Und wenn ich den jetzt abbaue, ist das mit Sicherheit weg. Also das ist echt noch Kacke gemacht. Ich kann es nicht mehr, ist angebrochen, ich kann es nicht mehr benutzen. Ich kann versuchen, dich anzuschieben. Nee. Kannst du da gar nicht mehr fahren jetzt? Jetzt habe ich Steinstraße mitgenommen. Nee, der ist erstmal festgekeilt, warte. Ich muss mal kurz die Steinstraße in dein Lager packen. Bau die doch da drunter, geht das nicht? Die Steinstraßen? Ja, du bist doch in so einer Kante hängen geblieben. Wenn du da vielleicht die Steinstraßen hinbaust, ist das doch wieder eine Ebene. Achso, dann können wir mal probieren. Also generell, ich bin mir nicht sicher, ist die Straße breit genug? Ich meine, du bist gut durchgekommen. Ja, wenn du dann mal die Kurve gekriegt hast und dann gerade fahren kannst, geht's. Du kannst sogar wenden da drin, das geht.
Oh, warte, 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 warte. Irgendwann nochmal hier von vorne. So. Jetzt will er die rein. Jetzt will er die da reinbauen. Vielleicht von unten? Ah, oder so. Ja, warte, 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 warte. Ich krieg das schnell. Warte, da hat er gerade gehabt. Ja! Oh, geil. Okay, du musst erstmal fahren, ne? Ich fahr erstmal an dir vorbei. Ja. So. Ich höre deine Karre gar nicht. Ist voll leise, ne? Voll geil. Oh, Alter, der Wendekreis. Alter. Okay, geht. Also kann man machen. Ist jetzt, ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so mega geflasht, dass ich sage, wuhuhu. Ich hätte halt wirklich ein paar Motorgeräusche noch erwartet. Ich meine, das soll ja angeblich ein Dieselfahrzeug sein. Hm. Du hörst Alter, so jetzt schon, die Schildkröte ist jetzt hier. Okay, alles klar. Hörst du nur so ein So, das ist eine 3. 1, 2, 3. Hier kann man gut parken. Dann packen wir das Ding da mal raus. Pack das mal hier hin. Ich probier's mal. Wie man da wieder rauskommt, keine Ahnung. Hauptsache, man kommt erstmal rein. Geht aber, du kommst da gut rein und raus. Also ich war da gerade schon drin. Ja? Musst halt nur früh genug einlenken, weil sonst fährst du über den Graben weg. Boah, Alter. Boah. Man kommt hier rein? Ja. Ah, jetzt. Okay, ich fahre mit dem Gesicht zwar durch die Steine. Ja, oben halt, ne? Aber sonst geht's. Ja gut, aber das ignorieren wir jetzt mal. Ansonsten, ja, geil. Cool. Läuft. Hab geparkt. Hier ist Kundenparkplatz oder Betriebsparkplatz. Nice. Alter, wir sind gefahren, Mann. Gut. Das waren die Elektrofahrzeuge. Mehr werden wir damit nie machen. Nee, ich glaube auch nicht. Also die Mine runter. Soll ich mal versuchen, die Mine zu fahren? Ich würde fast sogar, ganz ehrlich, 1, 2, 3, ich würde das hier fast sogar noch lassen, wenn wir aneinander vorbei müssen. Das ist so ein bisschen wie so ein Parkbucht auf der Autobahn. Oh. Riskanter Typ, der Tobi. Ich packe mal ein, wa? Oh, easy go. Mach mal. Denk dran, da ist nicht so viel Platz. Oh, Rückfahrsensor, wa? Ah, ist ja noch Meter weit Platz hier, da geht ja noch. Problem. Oh, geil. Wieso kann ich jetzt nicht drauf hüpfen? Von hier vorne, oder? Hä, nee, geht nicht. Hm? Hä? Ging bei mir sonst immer, als er bei mir stand, ging das. Komisch. Aber Ledersitze, guck. Ach. Voll Lederausstattung. Ja, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sehe ich es auch. Also die armen Tiere, weißt du? Sehe ich nicht. Sehe ich aber nicht. Ich versuche mal die Mine zu fahren. Alles klar. In die Mine? Ja. Was machen Sie denn da? Ich bin verwirrter Mann auf der Autobahn. Scheiß Radfahrer. Ich hechte mich beiseite. Klingling, klingling. Radfahrer haben auch Rechte. Oh, nicht, ja. Boah, können Sie einfach rückwärts fahren auf der Straße? Oh, Autofahrer, ey. So, okay. Ich wollte ja auch in die Fabrik, ich Idiot. Okay, aber in die Fabrik muss ich noch ein paar Sachen mitnehmen und hier muss ich noch ein paar Sachen loswerden. Okay, Mine ist nicht so eine gute Idee. Ne, Mine, da müssen wir jetzt noch zwei runterbauen, aber ich glaube, das machen wir nicht, oder? Nee, ach Quatsch. Wollte mal gucken, ob es vielleicht geht, aber geht nicht. Okay. Alter, jetzt bin ich an dem scheiß Behindertenparkplatzschild hängen geblieben, Mann. Alter. Direkt weg damit. Du kommst in die Hölle. Du kommst in die Hölle. Weißt du, ich will hier mit meinem E-Rolli langfahren und bleib am Behindertenparkplatzschild hängen. Kann das ist kein E-Rolli. Hör auf, dich selbst in die Opferrolle zu bringen. Mein E-Rolli, sagt er. Alter! Was willst du, hä? Ach Gott, jetzt... Okay, kaum hat er eine Karre, hat er ein richtig großes Maul, weißt du? So. Ciao! Bitch. Fährst du BMW oder was ist dein Problem? Ja, vom Verhalten, der kommt das auf jeden Fall. Wollte ich eigentlich die hochfahren? Hä, das Ding kommt nicht mal ein Dings hoch, Alter. Ach, das ist lächerlich, ganz ehrlich, ja, so jämmerlich ist das. So. Soll ich denn hier hochkommen, Alter? Das geht ja gar nicht. Ich glaube, hier wird immer noch was gebaut, gerade die ganze Zeit. Wahrscheinlich Straßen.
Ja, für ihn. Achso, ja, sind ja auch seine, klar. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ja, der ist nicht zufriedenzustellen. Alles, muss alles immer in Besitz übergehen. Nichts ist jemals genug. Na komm, das kann er jetzt nicht. Ach, das ist doch ein Witz. Ich fahre jetzt aber mit meinem normalen Karren, auch wenn er nicht so viel reingeht. Oh, da liegt doch noch, ach, da liegt doch noch ein Baum. Wir haben noch Holz, Tobi. Frau Locke. Frau Locke? So, kann ich jetzt diesen Karren hier unten reinstellen? Das ist voll geil mit der Fabrik. Ich würde da vielleicht noch Zement reinmachen, ein bisschen. Wenn ich den Karren jetzt da unten reinstelle, ne, mit Zeug. Ach, ich habe hier oben keinen Strom. Das ist so geil, ne? Das ist, wie wenn du mit dem LKW schon rückwärts einpackst und dann... Ah, oh, das ist voll cool. Ich liebe das. Ich komme aber komischerweise... Gronks Woodcard. Ach doch, komme ich. Wood. Ja! Wir parken in der Garage und können die ganzen Sachen oben in der Fabrik benutzen. Genau wie wir es geplant haben, Tobi. Genau perfekt. So. Nice. It's das ist echt perfekt. Das ist echt geil. Könntest du die Erde von der Fabrik dann nochmal wegräumen? Ich könnte ja meinen Karren nehmen, ne? Ja! Voll gut. So, jetzt haben wir nämlich genug von diesen Circuits. Jetzt müssen wir nämlich Substrate nur machen. Ach ja, das habe ich vergessen. Substrates. Okay, zwei Stück. Wieso gehe ich eigentlich jetzt unten rum? Zwei Substrates. Ja, hier können wir nochmal Treppen machen oder sowas. Boah, geil. Alter, Tobi, wie wir die Natur haben. Geil. Ja. Boah, Alter. Ja, wenn er nicht aufpasst, ne? Alter. Das ist doch hier kein Abenteuerspielplatz, du. Boah, weißt du noch, als wir hier noch schön die kleinen Straßen runtergebaut haben, die ersten Dirt Ramps und so. Ja, ach, voll ja. Süß, ne? Lange ah, wir waren so unschuldig. Wir waren Kinder, Tobi. Wir waren Kinder. Ja. Hast du hier einen Karren zufällig stehen? Aber die Electronic Assembly sieht genau aus wie die Substrates. Verdammt, jetzt bin ich extra hergelaufen, weil ich dachte, die baut man hier. Nee, Erik. Aber nee, Circuit ist doch richtig. Mal richtig hier, mal richtig, pass auf, nee, ich mache jetzt mal zwei. Die dauern eh schon 24 Minuten für zwei Stück. Boah. Oh, okay. Vier brauchen die. Ja, ja. Alter, 25 von diesen Dingern dauern 5 Stunden. Alter. Komm, jetzt muss ich 24 Minuten warten, bis die Dinger... Alter, es geht auf keine Kuhhaut. Einmal über den Rücken gestreichelt. Da fällt der Fuchs auch schon um. Ich habe schon wieder 6 Füchse im Inventar. Was ist denn da los? So. Hier könnte ich eigentlich Steinstraße machen. Dann würde ich den Baum hier fällen. Und dann kann man hier eigentlich die Rampe runterbauen, statt da hinten. Ist irgendwie cooler, glaube ich. Hier noch ein bisschen Erde rein. Den Fluss noch ein bisschen weiter zu. Und dann gucken wir mal, wo wir dann Wasserrad hinmachen für irgendwas. Vielleicht für eine Mühle. Schweiß es doch nicht. So, Tobi, was mache ich jetzt 24 Minuten lang? Irgendwelche Geschichten erzählen, irgendwas Schönes. Wo kommt das denn jetzt her? Hä, was denn? Hä? Wenn schöne wir Geschichten fertig sind, erzählen? Dann können wir doch mal, ne? Zum Abschluss jetzt nochmal eine schöne Geschichte, wie bei RTL immer. Alles Friede, Freude am Ende. Ach so. Ja. Und dann sagt dir der Hase, das ist mein eigenes Blut. So? Ja, zum Beispiel. Das ist ja auch für einen Hase ist das ja schön, wenn er das sagt. Ja, ja, also ist schön, wenn man noch Blut hat, ne? Gibt ja viele Leute, die an Blutarmut leiden und die können sowas halt nicht mehr sagen. Ja, das stimmt. Deswegen, gut für dich, Herr Hase. So. Huch, das wollte ich gar nicht. Hä? Was passiert denn hier schon wieder? So, nochmal ein bisschen Erde mitnehmen und dann da drüben nochmal ein bisschen zuklatschen. Einmal wieder ein bisschen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Dann ist es hier breit genug. Dann wieder ein bisschen Holz, weil wir sonst keins haben.
So, weg damit. Was mache ich mit dem ganzen Holzgekröse bloß? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Warum hast du keine Ahnung von diesen Dingen, Tobias? Warum, Tobi? Sag mir, warum? Was machst du denn gerade? Ich wollte gerade rückwärts wie die Rampe runterfahren, aber das ist vielleicht keine gute Idee. Ah, hast du immer noch Spaß mit der Karre? Ja, ich fahr die Erde weg. Hui. Apropos Erde, was würdest du davon halten, wenn wir eine Straße einfach rund um die Erde machen? Wäre schon lustig, ne? Das würde bestimmt 2 Folgen dauern. Plus minus. Ja, aber ich kann mir vorstellen, das wird sich bestimmt schon lohnen. Der Spaß ist es wert. Haben wir unten noch Platz für Erde überhaupt? Wieso ist denn hier? Das Holzlager ist doch nicht voll. Wo unten? Ne, für Erde nicht, aber wir... deswegen. Wir können noch, Tobi. Mhm. Wir können auch Dirt-Ramps machen. Ach ja. Richtig. Ja. Hab ich ja ganz vergessen. So, warte mal. Scheiße, ich habe halt immer noch Holz hier. Das ist der Erik. Der Erik sammelt gerne Dirt-Ramps. In seiner Freizeit reibt er sich gerne an ihn. Dirt-Ramps. Ich liebe Dirt-Ramps. Dirt-Ramsey nenne ich sie immer. A fucking egg. So, die werden immer sauer. Egal was ich mache, es ist nie genug. Der ist auch cool, der Typ. Ich mag den irgendwie. So. Ja, ich auch. Vor allem bei so schwierigen Fällen. Okay. Hä? Was denn? Das sind nur... Tobi, was? Hä? Was, Tobi? Was? Okay. Was? Das ist jetzt... Das verstehe ich jetzt nicht. Tobias, was? Ich habe noch kein Dings gemacht hier. Keine Dinger, ne? Hast du hier... Ach, waren hier noch Dirt Ramps angekoppelt? Nee. Hä? Wovon redest du? Weil ich habe gerade... Bin mit einem vollen 3000 Kilo beladenen LKW hierher gefahren mit Dirt. Ja. Und dann habe ich da reingeguckt gerade, da war das plötzlich weg. Hä? Ja. Also da, in der Richtung ist da bestimmt nichts angekoppelt. Okay. Ich wüsste nicht mal, dass es geht. Das ist ja ultra strange. Das habe ich aber so auch noch nicht erlebt, Tobias. So. Ich habe schon wieder Tobias gesagt. Das ist echt furchtbar, nur abgewöhnen. Schon okay. Oh, ich habe einen Vogel tot gefahren. Alter, was? Er wollte halt sterben, es tut mir leid. Dreckiger Bastard. Wenn das Dreckvieh nicht da weggeht. Dreckiger Bastard. Der hatte Familie, warst du? Mir doch egal. Du bist kein Ehrenmann. Du bist kein Ehrenmann. Erik hatte. Can't place der blockt, was? Okay, das muss wahrscheinlich noch einen nach vorne, ne? Hä? Was? Und wenn ich jetzt hier gucke, ist das von 10 von 10 voll? Ach, lol. Hä? Das kann aber kein Bug sein bei diesem Spiel. Ach, das ist gar nicht... Nein, das ist... Ach, die heißen beide Tobinatos Power Card, weil ich dir das damals gecraftet habe. Ja, das kann sein. Ah, okay. This is shit. So, da geht die Rampe nämlich hier runter. Schön. Dann kann ich die Steinstraße da benutzen und die Erde hier müsst ihr dann aber wegschaufeln. In die Karre, die hier noch rumsteht. Was ist das? You're not authorized to use it. Tesla Modell 3 steht vom Tobi noch rum. Ist klar. Ja, Entschuldigung, gell? Tut mir leid, wollte ich jetzt nicht. So. Gut, dann geht die Straße da nämlich runter und dann können wir hier nämlich irgendwas anderes machen. Toll, das war ja... Ah, nee, war richtig. So. Tschüss, Schmetterling. Hä? Wie bin ich hier nach oben gekommen? Boah, ist das am Ruckeln hier, ne? Ja, da sagst du was. Das ist echt gefährlich, wenn man da fährt. So.
Mach ich mal da. So. In der Blabla-Bäckerei gibt's so manche Leckerei. Tun wir das los. Du musst heute nachher noch Donkey Kong spielen. Nee, das muss ich nur runterladen. Nein, das musst du spielen, Tobi. Ja, aufnehmen. Oder hast du Spiele so sehr? Ah. Ich hasse Videospiele, das ist gar nicht mein Ding. Ich bin so ein Videospiel-Grinch, Alter. Hab ich mir gedacht. Du wirkst auch ein bisschen so. Ja. Immer aggressiv. Niemals zufrieden, niemals glücklich. Nee, bin ich auch nicht. Immer nur am Zähneknirschen, am Verurteilen. Was, an welcher Stelle bist du falsch abgebogen im Leben, Tobi? So. Wegen der Mutter, Erik. Ach, da schon. Ja. Da geht heißt das, du bist ein Arsch? Heißt das, du bist eine Arschgeburt? Nein. Ist es ja. Das, was du gerade sagen wolltest? Wirklich? So. Ist bis hier. Ist schon möglich, gell? So. Ich mache gerade völlig überflüssige Sachen, weil ich eigentlich warten möchte, bis ich endlich die Windturbine bauen kann. Die Windturbine. Erst dann ist es die Windturbine. Dramatische Pause. Dramatikpausen, Dieter. So. Es gibt nichts Schöneres, als dieses Hin- und Herlaufen. Macht dir jetzt etwa keinen Spaß, Erik? Boah, nee, gerade nicht. So, aber es ist. Jetzt ist der letzte Spatenstich getan, glaube ich. Oder war das schon. Ist das schon. Oh ja, das ist. Was? Das geht nicht, ne? Doch, geht, okay. Okay. Eigentlich müsste da noch Erde hin, aber egal. Ich bin eine Pisse, ey. Alter, hör auf so zu reden, meine Zuschauer, Alter. Was sollen die denn denken von dir? Warum kann ich denn das jetzt hier schon wieder nicht anbinden, ey? Das ist doch nicht wahr. Es ist doch genauso was, wie vorher. Was denn? Willst du wieder einen Hund an der Tankstelle anbinden, Tobi? Ja, ist es das, was du möchtest? Weil der Mistköter einfach nicht hört. Ach, na gut. Dann verstehe ich das. Das ist auf jeden Fall ein Grund. Einer von zahlreichen, Tobi. So. Ich mach erstmal die billige Variante hier. So. Na, endlich. Hat mich schon. Hä? Hast du bei mir was hingeworfen? Nein. Ich bin an der Fabrik, Junge. Okay. Ach, dann baut er wahrscheinlich immer noch Straßen von den 350, ja, die wir jetzt auch unbedingt brauchen. Ja, für ihn halt, weil der hat noch keine. Hat ja viel zu wenige. Der Arme. Generell gehört er ja noch nicht so genug mit dem Universum und so. Der braucht unbedingt noch die Straßen. So. Gut, jetzt kommt man hier aufs Feld. Ist doch auch schön. Und dahin ist viel schöner als vorher. Mit dieser Straße, die hier keine ist. Und das hier machen wir noch zu Stein. Das war schon lange ein Dorn im Auge. Endlich habe ich es mal gemacht. So, alter Ruckel. Und wie lange dauert das jetzt noch? Ist die Zeit totgeschlagen? 12 Minuten. Wie lange geht die Folge noch, Tobi? Streng genommen 5 Minuten. Können wir 10 Minuten dranhängen? Ja. Okay, das ist gut. Ich habe eine Frage. Ja? Tobi, und ich bitte dich, jetzt genau nachzudenken, bevor du antwortest. Nee, bin ich nicht. Nee, aber Tobi, ernsthaft, Tobi? Ja? Bitte antworte ernsthaft. Brauchst du noch Straßen? Nein. Oh, wie versiert er schon fährt hier. Geht, ne?
wie man seine Tasten dabei hört. Oh, das geht. Nüt! Alter! Ey, dieses scheiß Geruckel, ne? Das ist voll übel. Voll die Leg-Spikes. Und dann hatte ich ja so ein komisches Face noch gerade in meinem Gesicht. Das war voll lustig gerade. So, wenn ich bei mir den Stockpile noch wegmache, dann habe ich ja die Garage wieder. Da kann ich ja, ne, da kann ich auch die Karre drunter stellen. Aber der Stockpile nervt halt ein bisschen. So, hier. You can do this. Hier. So. Oh, ich habe eine Sache vergessen bei meiner Berechnung mit den 10 Minuten dranhängen. Was denn? Diese Mühle zu erstellen. Wer weiß, wie lange das dann wieder dauert. Ja, gut, dann machen wir das halt einfach beim nächsten Mal, Erik. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, ja, na gut, hast recht. Wir waren ja heute fleißig, muss man ja wirklich mal sagen. Wir waren heute wirklich fleißige Burben. Das ist richtig, absolut sogar. Ich fahre jetzt noch die letzte Ladung Erde und dann ist das auch fertig. Dann haben wir das da oben auch weg. Prima. Ich habe jetzt hier noch ganz kurz die Sachen eingeparkt, die Fahrräder, und dann versuche ich mal... Nein. Hä? Och, nee, da steht ein Hörch auf der Autobahn. Kannst du mal beim Radio anrufen? Im Radio? Was? Ja, hier ist ein Hörsch auf der Autobahn. Oh Gott, also ganz ehrlich, der Lenkradius von dem Ding ist echt sagenhaft. Der ist heftig, ne? Wow. Boah, boah. Tag. Frau am Steuer, ungeheuer, wa? Ja, will mich doch verarschen. Wo bin ich denn? Boah, Alter, das ruckeln. Ja, du musst ganz langsam über die Brücke fahren. Oh! Ich muss einfach abwarten, wo ich beim nächsten Freeze plötzlich stehe. Ja, genau. Ab jetzt bist du wieder safe. Und die Karre ist schief. Oder die Welt. Eins von beiden ist schief. Ich glaube, es ist tatsächlich die Welt. Das ist mir vorhin schon mal aufgefallen, dass du so eine leichte Biege in der Welt siehst. Okay. Weiß nicht, warum. Also ich nur, wenn ich auf dem Ding sitze hier. Komisch. So, Storage. Hat einen Stein drin und 9 Erde. Geil. Ach so, du hast mir die Deed gar nicht gegeben, ne? Du hast mir das Ding hingestellt, aber keine Deed gegeben. Deswegen kann ich ihn nicht umbenennen. Ich wollte ihn gerade natürlich umbenennen. Achso, warte mal, ich guck gleich mal, habe ich ihn irgendwo in der Kiste bestimmt noch. Ja, aber musst du mal gucken, weil einer ist ja deiner, einer ist meiner. Also, ja, gucken wir mal. Schon beide von dir gebaut, natürlich, klar. Qualitätsarbeit. Ey. VW, Alter. Nice gemacht, Tobi, nice. Erst so, wenn ich meinen Penis draufgeschlagen habe, ist es das Auto. Warum solltest du sowas tun? Penis gegen Auto hauen? Ja. Ist das sowas wie die Sektflasche beim Schiff bei der Taufe? Zum Beispiel, ja. Okay, gut, dann verstehe ich das. Wenn ich da einmal meinen Lederriemen drüber gehauen habe, dann ist es erst ein Auto. Ja gut, dann verstehe ich das auch. Dann ist es aber halt auch das Auto. Ja, ja, klar. Was anderes habe ich auch gar nicht verstanden. Und es ist auch sein Auto dann. Wäre ja auch sonst sinnlos, ne? Wenn er Straßen hat, aber keine Autos. Was soll das? Also macht ja gar keinen Sinn. Ja, eben. So. Ah. Könnt ihr mal langsam aufhören mit dem deinen Straßenwitz? Ja, da kommt bestimmt jemand, der das sagt. Ach, 100 pro. Dann greife ich mir zwischen die Beine, schrei wie Michael Jackson und denk mir nur auf Fuck you. So. Warte mal, ich fahr mal eben nach Hause. Ja. Und guck mal, ob ich das Deed noch habe. Das Deed, alles klar. Detlef Deed Soest. Cool. Ich hab noch aufgewartet. Was denn? Detlef so, aus Detmold. Ein bisschen... Ich weiß gar nicht, wo der her ist. Aus Palm. Palm, 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 Palm. Musst du Palm machen, Palm. Das wird so, Vollschwung. Woo! Ich hätte gerne so einen Zaun, weißt du, der hier so piepst, wenn ich hier so reingefahren komme. So, so eine Tür. Ach, ja. Oder eine Rückfahrkamera. Ja, oder halt wirklich so ein Garagentor, was man aufmachen kann per Funk. Ja, das wäre natürlich geil, aber nein, Tobi, das wird's niemals geben. Fuck, was mach ich jetzt mit den ganzen Straßen? Ich habe keine Ahnung, ich habe auch noch so sau viele. Verflucht. 3000 Kilo gehen da rein, weißt du was? Ich tue es jetzt einfach. So, jetzt gucke ich mal nach dem Deed. Siehst. Die Schöne und das Siehst. Oh. Oh,
Ach Mist, das waren ja zwei Storages von dem von der Karre. Hier hin. So. So. Pam, 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 pam. Deed for powered. Card. Ist das jetzt deins oder meins? Das ist jetzt. So. La la la. 350 Straßen habe ich gemacht. Das war echt eine gute Idee. Hm? Das ist nicht so geil, ne? Was denn? So viele Straßen. Also, wenn du welche willst, ne? Ja, da, ich weiß, wo ich dann hinkomme. Danke. Mhm. Wieso? Ja, du hast ja genug. Achso, ja, das ist richtig. Weil du managst die ja für ihn. Ich bin, was das angeht, bin ich immer für dich da, Tobi. Wenn du Straßenbedarf brauchst, irgendwas, just call me. So, hier nochmal ein bisschen Beton rein. Dann ist nämlich das, der Lagerplatz da leer. Super. Und Lagererde ist jetzt auch wieder leer. Habe ich hier noch irgendwo Erde rumfliegen? Ich glaube nicht. So. Ach, das sind schon wieder die ersten Straßen. Cool. Und hier mache ich einfach eine Garage draus. Ich meine, bietet sich an. Dreier Höhe. Perfekt. Die Kisten bleiben sogar noch in der Garage. Warum nicht? Das Ding hier, ganz ehrlich. Ich leg dir mal hier in deine Kiste. Ist die voll? Ah, die ist voll. Okay. Warte mal, dann tue ich dir das mal in dein Auto, das Deed. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Richtige ist. Ansonsten muss ich weitersuchen. Okay. Oh, was ist da los, Tobi? Hör auf zu gehen! Ja. Probier mal gerade. Warte, warte. Ist jetzt dein so. Fahrzeugschein, so, weißt du? Ja, ja, ich merk schon. Warte, Text. Enter Text kann ich. Mist, wo habe ich das nochmal gesehen? Ich kann es immer noch nicht umbenennen. Ich nicht? Die Karre. Kann ich deine Karre jetzt umbenennen? Es gibt ja nur die beiden, ne? Okay, das kann ich umbenennen, obwohl ich kein Deed dabei habe. Das verstehe ich jetzt nicht so wirklich. Vielleicht, weil du die beide gebaut hast? Ich habe keine Ahnung. Oder habe ich ein Deed noch dabei? So, warte. Achso, you're not authorized to use that. Also hier kann ich schon mal gar nichts machen. Warum? Das verstehe ich nicht. Ich habe ja hier sonst nichts mehr dabei. Das verstehe ich auch nicht. Deed for Turbinators Powered Card. Aber vielleicht kann ich es einfach. So, unauthorized Gronk. Ach so. Ah, okay, pass auf. Du musst die Deed nehmen. Ja. Warte mal. Na, jetzt hier weg. Alter. Alter, jetzt. So. Du musst die Deed nehmen und da musst du Rechtsklick drauf machen und dann kannst du mich authorizen für diese Deed. Ah, cool. Okay. So. Okay. Okay, okay. Warte. Hä? Warum ist da ein B drauf? Ich frag nicht. Okay. Deed liegt wieder in der Karre. Cool. Warte. Was muss ich machen? Das Alter. Hä? Ja, das ist doch nicht schlimm. Aber die Karre ist tatsächlich schief. Die Schrift ist auch schief. Irgendwie. So, was muss ich machen? Rechte Maustaste. Oh. Und dich authorizen. So. Ja, das ist ein schönes Nummernschild. Es ist wirklich schief, ne? Auch die Schrift ist schief auf der Karre. Was ist da schräg irgendwie, keine Ahnung. Also irgendwie ist die. Ist die Karre irgendwie. Ich glaube, die Karre muss schief sein. Warte mal, ich fahr mal kurz. Ja, setz dich mal drauf. Ist es bei dir gerade? Nee, ne? Die hat so ein bisschen irgendwie so, als hätte die einen Achter vorne drin. Ja, ja, genau. Die hat einfach voll die Optik. Vielleicht von vorhin noch, von dem Unfall, dass die irgendwie mit der Seite irgendwie in der Erde hängt oder so? Weiß ich nicht, kann die beschädigt sein vielleicht? Geht das? Nee. Hab ich noch nie gesehen. Steht auch nix. Na gut. Hast du aber der Deed gemacht? Du hast ja geändert gerade. Also geändert. Ich hab sie geändert? Ja, wann kommt TTT? Das hast du doch dahin geschrieben. Ja, ja, aber du hast die Deed noch nicht wieder reingelegt, glaube ich, ne? Nachdem du geändert hast. Ach so, ja, warte. Stimmt. Also Text ändern kann ich, aber sonst kann ich nichts machen. Okay. Schauen wir mal. Ja. Dankeschön. So, jetzt habe ich die Deed.
Und jetzt gehe ich nochmal rein. Tobi. Hm? Der ist neu. Ja, der Reifen steht schon schief, aber ist neu auf jeden. Bist auch so ein typischer Leasing-Fahrzeugfahrer. Okay, authorized. Deed for Turbinatus Powered Card. Okay. Powered Card. Und wenn ich jetzt hier... Okay. Nee, ich kann die Karre immer noch nicht umbenennen. Habe ich jetzt seine Karre umbenannt? Nee, ne? Hä, aber das ging doch gerade. Warte mal. Ich muss das mal austesten. Also ich kann... Den Text kann ich ändern an der Karre, aber umbenennen kann ich den nicht. Ah, okay. So, deine Karre... Auf deine Karre habe ich jetzt Zugriff. Das hier ist deine Karre. Okay, dann muss ich nochmal weitersuchen dann. Das mache ich aber offscreen. Ich tu deine Dietmar an deine Karre, ne? Mhm. Okay. Und dann gucke ich einfach mal offscreen, ob ich die finde, und dann tue ich dir die in den Karren einfach rein. Ja, sicher. Guck da offscreen. Mach's doch eh nicht. Doch, das mache ich wirklich. Na gut. Na gut. Du musst mich ja auch, wenn du irgendwas mit Yeast machst, musst du mich ja sowieso anschreiben, ne? Das weißt du ja. Ja, das mache ich auch. Das mache ich auch. Ja. Eben. Mit Screenshot am besten. Ja. So, warte mal. Wir sind zwölf Minuten rum. Kann man jetzt endlich, können wir jetzt endlich dieses Ding dann in Empfang nehmen? Ich will, glaube ich, offscreen mal ein bisschen mehr von diesen komischen Circuits machen, von diesen Sicherungen, weil das dauert sonst ewig lange. 7 Sekunden, geil. 3, 2, 1. Yeah! Woo! Okay, jetzt macht er den nächsten. Da sind sie, okay. So, Electronic Assemblies waren wahrscheinlich die falschen. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Wo habe ich mir aufgeschrieben? Habe ich auch noch die Zeiten aufgeschrieben. So, 8 Flakes haben wir. Copper Wiring haben wir. 2 Substrate. Das heißt, wir brauchen noch 2x Fiberglas. Wo macht man das nochmal? Tobi, du weißt es? Ich glaube hier dran, oder? Oh nein, bitte nicht. Nee. Das Gerät Nee. Oben bei der Fabrik. Okay, die Fabrik braucht gar keinen Strom, wie wir festgestellt haben. Warum habe ich eigentlich das Ding abgebaut und dahin geschleppt, wenn die eh keinen Strom brauchen? Das ist einfach... Weil du es kannst, Erik. Ja, gut, das ist natürlich ein Grund, klar. Das ist logisch. Hätte ich eher selbst dran denken sollen. Bist halt schon ein gescheiter Bub, gell? Wenn du willst, auf dem Weg zur Fabrik liegt noch ein Baum, ne? Also wenn du Holz brauchst. Wenn es mal knapp wird, Tobi, wenn es mal knapp wird. Das war eine Arroganz, wie hier mittlerweile durch die Natur straden. Ja, Tobi, also bitte, wenn du irgendwas brauchst in der Richtung... Oh. Ah. Ja, der Stockpile ist wieder leer. Ich kann wieder Erde drauf tun. Juhu. Ach, hier war Fiberglas, genau. So. Ach, das passt da gar nicht rein. Okay. Super. Was braucht Fiberglas? Irgendwas, was lange herzustellen braucht? Glas und Plastik. Hast du Glas? Ich habe Glas, ja. Okay, bringst du Glas, ich hol Plastik. Okay. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert. Wollen wir das jetzt noch in der Folge machen, wirklich? Ja, Mann, nur eine Windturbine, weil wir wollen das schon so lange, oder? Aber ist die Windturbine, extra so? Die Windturbine braucht auch nochmal ewig, oder? Das sehen wir ja dann. Also Plastik geht bestimmt schnell wieder. Naja, Glas habe ich sowieso. Das ist, bin ich froh, wenn es los ist. Was ist denn das mit der Schrift gerade hier bei dem Wagen gewesen? Die ist so von oben runtergewandert und jetzt wandert die da rein. Ganz komisch. Cool, mit der neuen Rampe, finde ich schön. Man muss ja auch mal Kleinigkeiten erledigen. Soll ich das in den Stockpile reintun? Ist das da angeschlossen dran? Weiß ich gar nicht, ob das bis dahin reicht. Ja, müsste doch. Könnte passieren. Oder? Ach, hier geht's ja gar nicht rein. So. Okay, Plastik. Ich mach das hier alles noch falsch wahrscheinlich. Kann man alles noch automatisieren. 24 Sekunden, dann haben wir Plastik. Geil. Ein Plastik aus einem ganzen Tonne Öl. Ja, klar. Lohnt sich einfach. This seems legit. So, Demand. 0 Watt. Okay, da macht nichts, solange nichts läuft. Cool. Ach, wir brauchen noch 2 Plastik. Oder? Ja. Okay, also nochmal. Noch ein Plastik. Schon wieder 24 Sekunden. Alter, langsam gerät das alles auf Kontrolle hier. So.
Plastik hat noch keine Textur. Ist alles Early Access, ne? Wisst ihr ja? Es ist ja Version 0733 gerade. Da fehlt momentan noch, da steht Template, da fehlt momentan noch das Icon. Nicht die Textur, das Icon. Was machen wir mit der Turbine, wenn wir sie haben? Wegschmeißen. Hm, okay. Wieder Erde klatschen. Ja. Das Übliche. So. Oh, Alter. Dieses Geruckel inzwischen, ne? Das ist schon hardcore geworden. Flumps. Manchmal überlegt er sich einfach, wenn man irgendwo lang geht. Boah, Alter. Ich hoffe, die schrauben echt noch an der Performance. Uiuiui. So, Tobias. Ich mach mir voll Spaß. Ich weiß nicht warum. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Er hat sich voll so angehört gerade. Du hast auf mich geschossen, ne? Nein. Ich sehe dich schon mit dem Bogen, Alter, du Penner. Boah, das ist voller Lügenbold auch noch. Wie soll ich dir jemals wieder irgendwer was glauben? Ich muss die Storage für dich noch anschließen, da ist Glas drin. Da ist Glas drin. Oh nein. Was denn? Es waren doch nicht die Electronic Assemblies, es waren doch Substrate. Ich wusste, dass es so war. Kannst du nochmal, wir brauchen nochmal zwei Fiberglas, also nochmal zwei Plastik. Ey, leck mich am Arsch, das mache ich nicht mehr heute. Wo brauchte man, ach, für Fiberglas meinst du oder was? Nee, wir müssen ja nur Substrate bauen, nicht diese Electronic Assemblies. Die sehen aber nur genau gleich aus, die haben die gleiche Textur. Deswegen habe ich die verwechselt. Oh, die Electronic. Wie viele Electronic Assemblies hast du gebaut? Naja, ich habe jetzt erstmal unten ein paar in Auftrag gegeben, die wir nicht brauchen wahrscheinlich. Aber ich meine, okay, wenn sie da sind, sind sie halt da. Ja, die werden wir nie brauchen. Weißt du, was Electronic Assembly ist? Hä? Diese Maschine, die hier steht. Ich hasse mein Leben. Ja, ich kenne das. Ich habe da auch noch. Ich hatte da auch zwei Stück vorgebaut, noch, weil ich dachte, das wäre das Richtige. Ich habe also auch noch zwei. Warum sieht das genau gleich aus? Warum hat das genau das gleiche Icon? Ich habe jetzt zwei hier im Inventar gerade. Ja, das ist eine Kacke. Das ist ein bisschen doof, dass sie es auch nicht farblich abgesetzt haben oder so. Das ist ein bisschen blöd. Ja, irgendwas mal. Ich gehe ganz kurz rüber und ich halte sofort den Auftrag an. Nicht, dass wir jetzt die Folge abbrechen, aber 100 von denen. Ich habe 100 an Auftrag gegeben. Was? Ja, Mann, weil ich dachte, da können wir im Voraus was machen. Und die dauern ja auch ewig herzustellen. Ich 24 Minuten auf diese Scheiße gewartet. Hier liegt ein Baum. Pff, Kacke. Mann, ey. Ja, das, wie gesagt, die könnten das halt kategorisch ein bisschen absetzen, so farblich oder so. Das wäre schon ganz nice. Ja, wozu denn, Tobi? Wozu denn? So, hier. Cancel Project, yes. Danke. Alter, genau das gleiche Icon. Und ich dachte so, oh, dann muss das doch wohl sein. Hä, wie kommst du denn hierher? Tobi ist überall. Ich bin schon die ganze Zeit hier. Aber weißt du, was ich dann jetzt mache? Guten Tag, der Herr. Warte, ich sehe dich gerade nicht. Ich mache hier mal... Ich mache mal 25 Barrel, ne? Ne, ich mache 20. Oder 25... Ne, 20, 20. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen. Tschüss. Was war das denn Gruseliges? Was machst du? Nee. Ich sitze hier und warte auf den nächsten Kunden. Ach so. Du bist ein ganz merkwürdiger Mensch, Tobias. Ja, jetzt habe ich zwei Electronic Assemblies, die ich wegschmeißen kann. Aber gut, wir haben natürlich unsere Müllkippe. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Nein, Hilfe, Hilfe, ich wünsche Ihnen einen wirklich sonderbaren und schönen Tag heute. So, jetzt, Ein
einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Man kann sie nicht mehr verstecken irgendwo. Oh geil, Stuttgart, Alter. Tobi, cool. Okay, okay, das muss jetzt klappen. Wirklich wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Sie sehen gut aus heute. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. So. Okay, gut. Ein wirklich wunderschönen. Hau ab, Junge, hau ab! Oh cool, Dirt Ramps sind fertig. Oh cool. Da hast du doch die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, endlich. Geil. Komm, lass uns die Folge beenden. Jetzt findest du mich nicht mehr, ne? Hä, du stehst doch hier neben dem Stockpile. Nein. Doch. Nein. Hä? Du stehst hier bei mir neben dem Stockpile. Ich stehe nicht neben dem Stockpile. Spring mal bitte. Ja. Hä, du stehst doch hier neben dem Stockpile bei mir. Ich stehe nicht neben dem Stockpile. Du bist doch nicht gesprungen, aber hä? Jetzt bist ich du bin gesprungen. Hä, WTF. Ja, aber jetzt sag mal, Tricks, du findest mich jetzt nie wieder. Hä, hast du da jetzt irgendwas eingestellt, dass du da jetzt stehen geblieben bist, kurz, um mich zu verwirren? Ja, klar, das ist eingebaut, das ist ein Admin-Befehl. Ja, jetzt, das finde ich doof. Shadow of myself. Ich fahr jetzt die ganze Zeit hier vor und zurück mit deinem Auto. Dann geht irgendwann das Benzin leer. Ja, ich lock zwischendurch nochmal ein, Tobi. Dann kannst du deine Karre nämlich am Grunde vom Fluss sehen. Hin. Ja, ja. Ich bin ein Zauberer, Tobi. Ich bin ein Zauberer. Ach ja, schön. Keine Ahnung, wo du hin bist. Ich sehe dich nicht mehr. Sehr gut. Du wirst mich nie finden. Oh, bestes Versteck ever. So, ohne Scheiß, wo bist du hin? Du bist über das Ding drüber gesprungen. Und dann? Und dann bin ich verschwunden, Tobi. Keine Ahnung. Aha. Weil er mich flachsen wollte, ne? Was, womit? Jetzt schnell wegrennen. Du findest mich ja gar nicht, Tobi. Die Tür geht nicht mal zu. Hä, was ist denn los? Ich glaube, der Server gibt langsam auf. Oh, das ist ja schön. Gut zu wissen. Ah, so. Jo, mit deinen Ästen, Alter. Ja, komm, jetzt mal 50 Minuten jetzt, los. Tschüss. So, alles klar, okay. Hätte man noch eine zweite Folge machen können, ey. Ja, Mann, eigentlich schon. Erik. Was soll das, Tobi? Was soll das? Mann. So, hier, ist friss Dirt. Hier, geil. Bitte. Na, schmeckt's dir auch, Tobi? Das schmeckt wirklich lecker. Lecker, lecker. Das ist wirklich köstlich. Gut, dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Dann, vielleicht kriegen wir es dann hin mit irgendwas in der Fabrik. Bestimmt kriegen wir das hin. Wir haben ja jetzt 100, also haben wir ja gut, können wir ja überall mal ausprobieren. Wir machen auf jeden Fall, also ich hätte ein bisschen vorbereiten, glaube ich, so ein paar Sachen dann. Ja, das vor allem ist Sicherungen werde ich vorbereiten, die sind halt echt umständlich. Oder so eine Produktionskette oder sowas mal hinschmieren. Ja, irgendwie sowas. Vielleicht wäre das nicht schlecht. Muss aber auf jeden Fall nochmal gucken, wie das mit den Ölraffinerien geht, ob man da irgendwas vielleicht
verbessern kann, statt einfach erstmal alles in Fässer zu füllen und dann da rein. Es muss doch gehen mit den Pipes oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, mal gucken, kriegen wir schon irgendwas Schönes hin. In der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss. Tschüss.